Man spricht hier rein und die Stimme kommt verzerrt heraus. Geld her oder es knallt. Mein Problem ist, ich bin sowas von out, dass ich wahrscheinlich eines Tages auch wieder in bin. Ja, wir haben das schon gehört. Ihr Sohn ist Schuhhändler, sozusagen der rappende El Bandi. Ich fasse es nicht. Herr Reuter, also ich meine, ich tendiere dazu, Ihnen ein Plakat zu malen. Allerdings nicht in Versform. Heute, Familienzoff, hat der angehende Rapper Leon Zimmermann seinen Stiefvater überfallen und den Safe ausgeraubt. Ein Fall für Richterin Barbara Salesch. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Zimmermann, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen schweren Raubes. Ihr Vorname ist Leon. Sie sind am 1. März 2001 in Köln geboren. Ledig, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Rapper. Kann man davon leben? Ja, so bis vor einem Jahr habe ich noch Kunst studiert, aber jetzt will ich mich voll auf meine Musik konzentrieren. Naja, ich stehe zwar noch am Anfang meiner Karriere, aber ein paar Werbedeals konnte ich schon an Land ziehen. Immerhin. Seit dem 20. Juni hat sie es aber ausgeräumt momentan. Jedenfalls sind Sie in Untersuchungshaft seitdem in der Justizvollzugsanstalt in Köln-Ossendorf. Die Anklage bitte, Herr Oberstaatsanwalt Römer. Dem Angeklagten wird Folgendes zur Last gelegt. Der Angeklagte versucht, sich als Rapper eine Karriere aufzubauen. Da er damit noch kein Geld verdient, wollte er sich bei seinem Stiefvater Carsten Reuter Geld für neues Musikequipment leihen. Weil dieser entschieden ablehnte, entschloss sich der Angeklagte, auf eigene Faust zu holen, was ihm nicht aus freien Stücken gegeben wurde. Am 15. Juni 2023 betrat er, mit einer Clownsmaske maskiert und mit einer Pistole bewaffnet, das Büro seines Stiefvaters. Mit Hilfe eines Stimmenverzerrers wies er ihn an, den Safe zu öffnen, entnahm daraus 3.000 Euro Bargeld und verschwand. Leon Zimmermann wird daher wegen schweren Raubes angeklagt, Verbrechen strafbar nach Paragraphen 249, 250 Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Herr Oberstaatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin-Korsak, wird immer dann Angaben machen zur Sache? Ja, das wird er. Aber noch eine kleine Sache davor. Ich habe Ihre Sneaker gesehen. Verkaufen Sie die? Ich finde die richtig nice. Mir gefallen meine Schuhe auch. Die behalte ich selbstverständlich. Nicht mal für 200? Noch nicht mal für 5 Euro in bar. Herr Zimmermann, Sie haben ja jetzt gehört, was Ihnen vorgeworfen wird. Was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich bin unschuldig. Ich war's nicht. Sie wohnen noch zu Hause bei Ihrer Mutter und Ihrem Stiefvater. Wie ist so das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Stiefvater? Ja, es ist richtig schlecht. Und das seitdem meine Mutter ihn schon vor 6 Jahren geheiratet hat. Ich meine, ich lebe auch nur da wegen meiner Mutter und weil ich auf meine Karriere spare. Auch wenn der Stiefvater meint, dass ich nichts reißen würde. Aber der hat halt keine Ahnung. Ich bin nämlich richtig gut. Kleine Kostprobe. Denn wir beide sind eine Einheit. Das Lighttime, no time für Streit, nein. Ein Zeitgeist, der leider nicht mehr weit reicht. Die Masse gibt klein bei. Und in meiner Imagination sehe ich die Menschen wie gewohnt nur strahlen, lächelnd, immer nur helfen und ohne Elend oder Not die Seiten zu wechseln. Glaub mir, es wird sich lohnen. Liebe zu zeigen ist keine Schwäche, sondern das stärkste Element, was in uns wohnt. Ja. Wunderbar. Und damit verdienen Sie noch kein Geld. Das ist ja wirklich erstaunlich. Sie verdienen Ihr Geld ja anscheinend gerade damit mit dem An- und Verkauf getragener Damenschuhe. Also im Sneaker-Business sozusagen. Kurze Unterbrechung, Herr Oberstaatsanwalt, drüber. Sneaker-Business. Die Geschäfte sind voll mit Turnschuhen. Ich meine, was machen Sie da konkret? Naja, seit 2 Jahren verdiene ich mit dem An- und Verkauf limitierter Sneaker meine Kohle. Da springen auch mal ein paar Hundert dabei rum. Also ich meine, ich trage Turnschuhe, weil ich nicht auf hohen Absätzen laufen kann, auf normalen erst recht nicht mehr. Aber dass ich irgendwas brauche, was so beschränkt wird? Ja, aber in ist in. Also mein Mandant lebt aktuell davon. Mein Problem ist, ich bin sowas von out, dass ich wahrscheinlich eines Tages auch wieder in bin. Gut, also Sneaker sind sozusagen die Polopferde des kleinen Mannes. Damit verdienen sie das Geld. Aber sie müssen das Zeug ja erstmal einkaufen. Dafür brauchen sie Geld. Das müssen sie vorfinanzieren. Und das, was sie da auf Lager liegen haben, Frau Vorsitzende, das ist eine ganze Menge. Wir schauen uns das mal an. So sieht nämlich ihr Warenbestand aus. Das ist nicht wenig, würde ich sagen, oder? So sieht's aus. So sieht's aus. Und damit Sie genau dieses Warenlager da sich auch hinlegen können, dazu brauchen Sie Geld. Sie müssen das vorfinanzieren. Deshalb haben Sie nur 4 Tage vor der Tat, am 11. Juni, Ihren Stiefvater um Geld gebeten. Und zwar um 3.000 Euro. Das ist genau der Betrag, der dann 4 Tage später, nachdem er Ihnen das Geld nicht gegeben hat, bei dem Raub entwendet wurde. Was für ein Zufall.
Und was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Dass Sie das Geld genommen haben. Das war das Geld, das Sie brauchten. Und es ist deshalb auch besonders aussagekräftig, weil tatsächlich 12.000 Euro im Safe gewesen sind. Der Täter aber nur 3.000 Euro herausgenommen hat. Sie haben das Geld herausgenommen, was Sie gebraucht haben. Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht als aussagekräftig an hier gegen meinen Mandanten. Der Täter stand wie jeder andere Täter auch unter Druck. Greift in den Safe im Rahmen dieses Überfalls, hat's eilig, will sofort wegkommen und findet ein Bündel Geld, die 3.000 Euro. Die weiteren 9.000 Euro, die haben hinten im Safe gelegen unter einer Dokumentenmappe. Die hat er einfach übersehen und musste schnell abhauen. Ich bestreite ja gar nicht, dass ich die Kohle gut gebrauchen könnte, aber deswegen mache ich doch nicht so Mist und überfall meinen Stiefvater. Wobei, also Grund genug hätte man schon dazu. Wie meinen Sie das? Naja, Carsten ist halt ein extrem spießiger Geizhals und das, obwohl er richtig viel Geld hat. Ja, ihm gehört ja auch das Haus, in dem wir wohnen. Und naja, er treibt halt alle mit seinem geisteskranken Sparwahn komplett in den Wahnsinn. Mich, meine Mutter, seine Mieter und ich sag ihm mal was. Alle Nachbarn hassen ihn dafür. Naja, sie mögen ihn ja auch nicht. Was machst du denn hier? Hallo Frau Walter, ich bin wegen meinem Vater hier. Ach so, ja stimmt. Übrigens, mein Mann hat ganz vergessen, euch zu sagen, dass morgen der Schornsteinfeger ins Haus kommt. Mhm. Und was war das gerade für ein Lied? Ach, einfach nur ein Lied, was ich mir gerade angehört habe. Kann das sein, dass der Künstler mir da bekannt vorkommt? Das kann gar nicht sein. Der Künstler, der ist total unbekannt. Moment, Elif, das ist doch Tut mir leid, ich muss jetzt auch auf jeden Fall wieder los. Wir sehen uns dann später oder irgendwann. Ich glaub's ja nicht. Herr Zimmermann, Sie machen ja einen aufs Unschuldslamm. Das nehme ich Ihnen erstens nicht ab. Zweitens würde das doch auch Ihrem Image als Rapper überhaupt nicht gut tun, oder? Sie haben das doch angekündigt, die Tat, in Form eines Raps. Den hören wir uns vielleicht mal an. Ich bin nur nicht wack, deshalb zerreiß ich dich auf diesen Track. Deine Fam frisst wegen dir wieder Dreck, während du dich wie Dagobert Duck nur im Geldregen wäschst und sogar deine Perle hinter dir komplett liegen lässt. Der Geiz ist dir zu Kopf gestiegen, geisteskrank hat sich genug verdienen, muss ich nun am Bier bedienen und kein Safe kann dein Geld in Sicherheit wiegen. Bleib Rebell, guck wie die Reichen mir zu Füßen liegen. Gut, das soll mal... Das soll vielleicht mal reichen. Und da der Text etwas schwer zu verstehen ist, muss mich nun an dir bedienen und kein Safe kann dein Geld in Sicherheit wiegen. Ich finde das ist, ich finde es im Übrigen gut, das Lied. Und da lässt er einfach nur seinen Frust über den Stiefvater aus. Also Rap lebt ja auch davon, dass es kontrovers ist. Und wenn wir die ganzen Songtexte jetzt tatsächlich wörtlich nehmen würden, wären wahrscheinlich unsere Gefängnisse alle voll von diesen Gangster-Rappern, oder? Also. Ja, sagen wir mal so, kontrovers ist halt kontrovers. Ich bin angenehm überrascht, wie neutral, möchte ich nahezu sagen, ihr Rap ist. Ich bin da anderes gewohnt, ehrlich gesagt, mit gewaltverherrlichen Frauen verachtend und so weiter. Aber sowas ist ertragbar. Frau Vorsitzende, natürlich hat das nur eine eingeschränkte Beweiskraft, das ist völlig klar, aber es zeigt durchaus den Frust des Angeklagten. Ja, es kommen weitere Sachen hinzu. Sie haben sich ja schon einmal, nämlich im September 2022, an dem Safe zu schaffen gemacht. Das ist doch korrekt. Sie hatten damals allerdings den Code, um an den Safe heranzukommen und Sie mussten ihn nicht mit einer Waffe bedrohen, um an 1.500 Euro zu kommen, die Sie ja mal weggenommen haben. Moment, das Geld, das war nicht geklaut, das war geliehen. Das ist kompletter Schwachsinn, was Sie sagen. Das ist jetzt ehrlich gesagt eine Auslegung, die über die künstlerische Freiheit jedenfalls dieses Gerichtes hinausgehen wird. Sie können froh sein, dass Ihre Mutter ein gutes Wort für Sie eingelegt hat. Das war ein Haus- und Familiendiebstahl. Ansonsten wäre das hier verfolgt worden. Es gab keinen Strafantrag von Ihrem Stiefvater, weil Ihre Mutter ein gutes Wort eingelegt hat für Sie. Also ich habe zumindest mal ein Gutachten, weil Ihre Fingerabdrücke sind am und im Safe gefunden worden. Warum? Das möchte ich gerne mal beantworten. Also es ist ja kein Geheimnis, dass er tatsächlich letztes Jahr im September am Safe gewesen ist. Und da stammen die Fingerabdrücke her. Mhm, gut abgehangen. So, wo waren Sie am 15. Juni 11.05 Uhr, als Ihr Stiefvater mit der Waffe bedroht wurde, überfallen worden ist, sag ich mal?
Naja, ich war allein in meinem Zimmer, wie immer, und habe an meinen Songtexten gearbeitet. Was Sie auf jeden Fall im Zimmer hatten, ist dieser Stimmenverzerrer. Der ist bei der Durchsuchung sichergestellt worden. Und ein solches Gerät wurde auch eingesetzt bei der Tat. Und ich darf das mal ganz kurz demonstrieren. Man spricht hier rein und die Stimme kommt verzerrt heraus. Geld her oder es knallt. Möchten Sie es nicht endlich einräumen, dass Sie Ihren Stiefvater überfallen haben, um das Geld zu holen? So ein Ding hat doch jeder Musiker in seinem Equipment. Das ist totaler Schwachsinn. Im Übrigen kann man die Dinger in jedem Scherzartikelladen kaufen. Mein Neffe läuft damit ständig rum. Noch Fragen an den Angeklagten? Nein. Dann beginnen wir die Beweisaufnahme mit dem Geschädigten. Carsten Reuter, bitte. Ihr Vorname ist Carsten, Sie sind 58, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Beamter im gehobenen Dienst, bin Zollbeamter. Ihr Stiefsohn soll Sie am 15. Juli 23 gegen 11.05 Uhr morgens in Ihrem Büro, in Ihrem Haus, mit einer Pistole gezwungen haben, Ihren Safe zu öffnen. Ich saß da, ich habe gerade irgendwelche Akten sortiert, war etwas durcheinander und auf einmal hörte ich nur, wie er reinkam, Hände hoch. Safe öffnen, ich will das Geld. Und? Ich hab's natürlich getan. Was würden Sie machen, wenn Sie auf einmal so eine Pistole vor sich haben? Ja, und seit dieser Zeit schließe ich mich in meinem Büro ein. Ihr Büro befindet sich ja auch in diesem Mehrfamilienhaus. Ja, unten im Erdgeschoss. Die Wohnung ist drüber. Warum sind Sie so sicher, dass es Ihr Stiefsohn war, der Sie überfallen hat? Ich kenne ihn jetzt 7 Jahre. Ich habe mit ihm viele Dinge mitgemacht. Ich habe ja am Anfang seine ganzen Blödsinn in dem mit Schild deine Basis und whatever, habe ich ja mitgemacht. Aber als ich merkte, dass es, er hat zu nichts gebracht. Haben Sie was Spezielles gesehen? Selbstverständlich. Er hat an der rechten Hand eine Narbe. Wir haben hier ein Foto von dieser Narbe, Frau Vorsitzende, lege ich gerade mal auf den Screen. Die war da noch relativ frisch. Herr Reuter, Sie sind kurzsichtig, stimmt das? Minus 4,5 Dioptrien. Und Sie haben während des Überfalls Ihre Brille nicht aufgehabt. Ich würde gerne ein Experiment mit Ihnen machen. Sind Sie damit einverstanden? Wenn es sein muss. Ja. Dann komme ich doch gerade mal rüber. Also der Täter hat ungefähr in diesem Abstand so zu Ihnen gestanden, richtig? Schauen Sie mal, sehen Sie eine Narbe auf meiner Hand? Ja. Ich sehe da eine Narbe. Ja? Ja? Auf der linken Hand? Ja, ich sehe eine Narbe. Ja? Ja. Also, Herr Reuter, ganz ehrlich, ohne Brille sind Sie schon aufgeschmissen, oder? Schauen Sie mal genau hin, setzen Sie mal Ihre Brille auf. Wo habe ich denn hier bitte schön eine Narbe? Ich habe gar keine Narbe, Herr Reuter. Dann frage ich mich ehrlich gesagt, wie wollen Sie denn die Narbe auf der Hand meines Mandanten erkannt haben? Ja, da haben Sie keine Antwort drauf, oder? Herr Reuter, ich sage Ihnen genau, warum. Sie haben nämlich ein persönliches Problem mit meinem Mandanten. Sie wollten ihm nur irgendwie die Tat anhängen. Wahrscheinlich wollten Sie ihn auf diesem Wege aus Ihrem Haus haben. Ist das richtig? Ist doch Quatsch. Ich habe A, seine Narbe erkannt und seine Stimme natürlich. Trotz Stimmverzerrer? Also können Sie mir echt was anderes erzählen? Vielleicht wären Sie so nett. Wären Sie dazu bereit, einmal ein, zwei Sätze hier durch diesen Stimmverzerrer zu sagen, damit wir mal hören, wie sich Ihre Stimme dadurch anhört? Ja, was soll das? Haben Sie was dagegen? Ja, also vielleicht ganz erkennt er die. Nee, habe ich was dagegen es ist, schon? Müssen okay. Sie nicht. Okay. Nee, das machen wir definitiv nicht. Gut, also Ihr Mandant möchte das und Ihr Mandant kann das selbstverantwortlich entscheiden. Bitte machen Sie das doch mal. Sie kennen sich aus, es ist ja Ihr Gerät. Das ist ja in Ihrem Zimmer sichergestellt worden, bitte. Ja, ja. Jeder Musiker hat das. Das müssen Sie nicht. Was soll ich sagen? Sagen Sie, was tatangemessen ist. Sagen Sie, machen Sie den Safe auf, sonst knallt es. Machen Sie den Safe auf, ansonsten knallt es. Ja, sehr überzeugend. Was sagen Sie dazu? Er war es. Ach, das ist so ein Bullshit. Das sagst du doch nur wegen der Sache vom letzten Jahr, wo ich Geld, ja, ungefragt aus dem Safe geliehen habe. Hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht? Natürlich nicht. Du warst doch dran gewesen. Was laberst du? Du bist... Ach komm. Ach, was heißt hier labern? Ich sag nicht rum, ich sage hier schon weit. Mit dir rede ich nicht. Noch Fragen an den Zeugen? Nein, danke. Bleibt unvereidigt, dann mache ich mit der Mutter des Angeklagten weiter. Tanja Reuter, bitte, und Sie nehmen bitte hinten Platz. Frau Reuter. Da ist keine Frau Reuter vor der Tür, nur ein Herr Demir. Das wundert mich jetzt nicht, dass sie kneift. Aber es ist ja auch nicht einfach, gegen einen eigenen Sohn auszusagen. Wieso sollte sie auch gegen mich aussagen? Sie wird doch nur bestätigen, dass ich mit allem recht habe. Ja, okay, meine Herren. Dann mache ich mit dem nächsten Zeugen weiter, den Demir, Mieter aus dem Hause Reuter. Mütter kommen übrigens immer, da machen wir uns keine Sorgen. Herr Demir.
Ihr Vorname ist Messo, Sie sind 49 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin selbstständig, ich bin Juwelierhändler. Sie sind jetzt Mieter im Hause Reuter, wohnen da oben drüber mit Ihrer Frau und Tochter im gleichen Haus. An dem Vormittag haben Sie von dem Raub etwas mitbekommen? Nein, ich war im Keller gewesen und dann bin ich auf dem Weg zu meiner Wohnung. Habe ich zwar komische Geräusche gehört bei ihm, beim Herrn Reuter. Ich habe gedacht, der guckt Horrorfilm oder sowas. Und dann bin ich in meine Wohnung gegangen. Hätten Sie keinen Verdacht, dass er in dem Moment gerade überfallen wäre? Nein, selbstverständlich hätte ich die Polizei gerufen, wenn ich was gemerkt hätte. Aber da war nichts. Und dann bin ich in die Wohnung hoch. Ich hatte ein bisschen was in meiner Wohnung zu tun. Herr Demmel, Sie wohnen seit 3 Jahren in dem Haus von dem Herrn Reuter. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu ihm beschreiben? Ja, eigentlich gut. Aber in letzter Zeit, im Juni, hatte man ein bisschen Differenzen gehabt. Ne? Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Also Ihr Nachbar vom Gegenüber hat nämlich einen Tag vor dem Überfall einen Streit zwischen Ihnen beiden im Treppenhaus gefilmt. Das würde ich mir gerne hier mal angucken. Zum letzten Mal, wenn bis Ende der Woche das Geld nicht auf meinem Konto ist, für Juni und Mai und Juni, dann kriegen Sie von mir die schriftliche Kündigung. Herr Reuter, geben Sie mir doch bitte Zeit. Meine Frau ist nicht da. Wir haben schwierige Zeiten. Wie oft denn noch? Hier fangen wir ein bisschen zu sparen. Hier ist Entschuldigung, aber ich will sparen lassen, Herr Reuter. Was ist das? Sie kriegen die schriftliche Kündigung und aus die Maus. Hoffentlich verlieren Sie auch Ihr ganzes Geld. Inshallah, dann werden Sie sehen, wie das ist. Tja, also Herr Reuter wollte Ihnen tatsächlich keinen Mietaufschub geben. Und mit der Kündigung hat er Ihnen obendrein auch noch gedroht. Da haben Sie aber ordentlich unter Druck gestanden, oder? Und einen Tag später konnten Sie komischerweise, wieso auch immer, Ihre Mietschulden von knapp 3.000 Euro begleichen. Wie ging denn das? Das Geld habe ich von einem Freund geliehen. Ja, der ominöse Freund. Ist das eine Straftat? Nee, aber der ominöse Freund. Es ist unter 10.000 Euro. Der ominöse Freund hat doch sicherlich einen Namen, oder was? Können Sie uns mal den Namen nennen vielleicht? Können Sie das belegen? Wo wohnt der tolle Freund? Warum soll ich Ihnen den Namen nennen? Ich weiß gar nicht. Der Mann hat das nicht so mit dem Gericht und Behörden und Beamten. Ja, also, Herr Demmel, ich kürze das hier ab. Herr Demmel hat keinen Nachweis dazu. Und nachdem Herr Reuter Ihnen mit der Kündigung gedroht hat, da ist Ihnen natürlich der Safe eingefallen. In seinem Büro waren Sie doch als Mieter schon öfter. Und da ist Ihnen eingefallen. Und dann sind Sie hingegangen und haben ihn überfallen. So war das doch, Herr Demmel, oder? Nein, ich war das nicht. Sie haben auch eine Waffe, oder? Oh mein Gott. Ja, ich habe eine Waffe. Ja? Ich bin vor 2 Jahren überfallen worden. Und ich habe auch eine Berechtigung dafür. Genau. Ja, die habe ich. Und ich bin nicht negativ aufgefallen. Ja, und Sie wollen mir jetzt damit was unterstellen, ja, Frau Richterin. Ich will Ihnen tatsächlich was unterstellen. Und zwar dieses Modell hier von der Waffe. Das ist doch Ihnen, oder? Das hier, wenn wir das hier... So ein Modell haben Sie doch, oder? Entschuldigung, Frau Kortag, er hat gesagt, er ist registriert. Er ist berechtigt, diese Waffe zu besitzen. Das soll ihn jetzt verdächtig machen? Herr Reuter, erkennen Sie diese Waffe wieder? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Schwierig ohne Brille. Ja, sehr schwierig ohne Brille. Der sieht ja auch gar nichts ohne Brille. Sieht ja auch aber mit eine Brille Waffe nix. Hat er erkannt. Auch wenn Herr Reuter ich nicht mag und es gab Differenzen und ich war sauer auf ihn. Er wusste doch, dass ich in einer finanziell schlechten Lage war. Ich habe ja Rücksicht. Ich würde nie diese Waffe einsetzen. Niemals, Frau Richterin. Nur Wahnsinn. Für meinen Schutz. Herr Demir, warum machen Sie jetzt gerade eine harte Zeit durch? Ja, Frau Richterin, meine Frau ist Goldschmiedin und sie macht die Gravurarbeiten im Laden. Und ich mache vorne Buchhaltung und geschäftliche Sachen, Verkauf und so weiter. Ihre Mutter ist krank geworden, ist Pflegefall und sie muss ihre Mutter pflegen. Und ja, so habe ich jetzt natürlich ein bisschen eine schwierige Zeit, weil sie ist meine Haupteinnahmequelle. Und deshalb soll ich jetzt auf meine Mieteinnahmen verzichten? Bestimmt nicht. Das wundert mich nicht, Herr Reuter. Für Sie gibt es nur Sparen, 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 nichts anderes. Sag ich doch. Ich gebe nur gut gemeinte Tipps. Herr Reuter, in der heutigen Zeit. Herr Reuter, Ihre Tipps, Entschuldigung. Wenn ich mir diese ganzen Sprüche vom Keller bis in die Wohnung laufe, diese ganze Sparte, Frau Richterin, ich habe Bilder gemacht, wenn Sie das sehen würden, schrecklich sieht das aus. Diese Sprüche, das ist eine Pfennigbüchse. Die armen Zollbeamten, Ihre Kollegen, die tun mir wirklich leid. Herr Demir, haben Sie das aufgenommen, auf Handy zufällig? Ja, ich habe es auf dem Handy, ich kann es Ihnen zeigen. Oh, wenn Sie das möchte ich gerne sehen. Warten Sie, kann ich Ihnen das zeigen? Das sind jetzt die Poster oder die Zettel, die im Treppenhaus überall... Das sind Poster so mit Schriftstücken und sowas und... Rufen Sie es mal auf und dann... Ja. Bitte schön. Danke Ihnen. Gib's Ihnen gleich zurück.
So. Mal gucken. Oh Gott. Lieber Mieter, hast du Pipi nur im Klo, spare Wasser und sei froh. Sollte festes Blumsten rein, darfst du spülen, dann ist fein. Wenigstens gereimt. Verprass nicht den Lohn, spare Strom. Müsli und Brot schmecken auch. Drei warme Mahlzeiten pro Woche genügen. Kerzenschein ist nicht nur gemütlich, sondern auch nachhaltig. Licht aus. Herr Reuter, Wasser und Energie zu sparen ist grundsätzlich nicht verkehrt. Und zwar vor allen Dingen wegen der Umwelt. Aber das ist doch Sache Ihrer Mieter. Die sind volljährig. Und dann kommt er noch wegen unten im Keller, macht er einen Stress wegen diesem Licht an, aus, an, aus. Es ist nur, ich habe ihm aber auch Tipp gegeben. Und er soll doch bitte unten einen Bewegungsmelder anbringen. Ja, ja. Dann geht das automatisch aus. Ja. Aber nein, das kostet ja Geld. Ja, zu Hause macht er das genauso. Guck mal, Licht aus, schließ die Tür, Geiz an, so wie früher. Nicht den Lichtschalter berühren, sonst verpflichtest du dich Gebühren. Ey, für Mr. Sparsam bedeutet Wärme und Wohlfühlprogramm. Keine Therme, sondern wo gut und gerne mal Kerzenlicht der Laterne mit Brot und Müsli zusammen. Verdammt, der Mann ist krank und verliert den Verstand. Ausgereppt? Ja. Auch das fand ich gut, danke, muss ich sagen. Aber Herr Demmel, jetzt schreiben mal Sie zu Ihnen ganz Frau ehrlich, Porter ich rede sich gerade, bei ich sich rede gerade Herr Demmel, Sie haben aber doch wirklich weitaus größere Probleme mit Ihrem Vermieter, oder? Ganz ehrlich, also deswegen sind Sie doch hingegangen und haben ihn überfallen, um ihn nämlich da zu treffen, wo es Ihnen am meisten wehtut, nämlich an seinem Geld. Nein, noch mal. Ich war das nicht. Der Täter soll tatsächlich den Stimmverzerrer benutzt haben. Wenn Sie die Tat tatsächlich nicht begangen haben wollen, haben Sie da ein Problem mit, da vielleicht ein paar Worte reinzusprechen? Wir können gleich machen, wenn Sie wollen. Wo ist das? Ja, dann bedanke ich mich aber ganz herzlich bei Ihnen. Ich komme mal gerade rüber zu Ihnen, Herr Kollege. Ja, sehr gerne. Sie wissen, wie es mit Ihnen ist? Ja, absolut. Mein Neffe, habe ich doch schon gesagt. Dann sagen Sie doch bitte mal Geld her oder es knallt. Geld her oder es knallt. Ganz andere Stimme. Ganz andere Stimme. Ganz andere Stimme. Erkennen Sie jetzt diese verzerrte Stimme wieder? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ja, Herr Demmel hatte ein Motiv für die Tat, besitzt eine Waffe und hat kein Alibi. Mein Vater hat ein Alibi. Ich kann das bezeugen. Ach ja? Und wenn warum? Das so ist, dann möchte ich gerne. Nehmen Sie bitte Platz. Aber Sie haben ihr jetzt gerade gesagt, sie soll ruhig sein, wenn ich das mal gerade übersetzen darf. Warum? Ganz einfach, weil sie meine Tochter ist. So, ich will sie dann schützen. Ach so, und dann muss oder schützen Sie Ihre Tochter nicht? Absolut, also. Sicherlich. Also, das schon. Aber trotzdem, dann möchte ich Sie natürlich gerne als Zeugin hören. Noch Fragen an den Zeugen Demir? Nein, danke. Nein, vielen Dank. Bleibt unvereidigt. Frau Demir, dann kommen Sie mal bitte nach vorne und Sie nehmen bitte hinten Platz. Elif ist Ihr Vorname, sowas habe ich mitbekommen. Wie alt sind Sie? 18. Sie wohnen bei Ihren Eltern, nehme ich an. Ja. Gehen Sie noch zur Schule? Ja, ich mache Abitur an der Sonnenallee-Gesamtschule. Frau Demir, Sie sagten gerade, Ihr Vater habe ein Alibi für die Tatzeit. Wie meinen Sie das? Also ich kann bezeugen, dass er zu Hause war, weil ich war auch zu Hause. Ich war krank an dem Tag. Ich habe gesehen, wie er in den Keller gegangen ist. Bin ihm natürlich gefolgt. Und dann habe ich gesehen, beziehungsweise haben wir gehört, dass wahrscheinlich der Fernseher an war. Da kamen laute Geräusche und wir dachten uns halt, das war nur der Fernseher und nichts weiter. Aha. So. Und warum haben Sie und Ihr Vater nicht bei der Polizei ausgesagt, dass Sie auch zusammen zu Hause waren und mit ihm zusammen in den Keller gegangen sind? Ich denke mal, mein Vater meinte es gut mit mir und wollte mich einfach davor bewahren, dass ich nicht mehr in die Sache reingesteckt werde. Und wissen Sie, einfach so ein Vaterding, wie so die Väter das machen. Ja, keine Ahnung, wie meiner sich verhalten hätte. Stimmt das, Herr Demir? Ja, das stimmt. Ich muss da noch was sagen. Und zwar das Geld, was mein Vater dem Herrn Reuter gegeben hat, das hat er von mir bekommen. Ich denke mal, er war ein bisschen zu feige oder so, das hier zu sagen. Aber das müssen Sie auf jeden Fall wissen. Aber Frau Demir, Sie sind doch Schülerin. Wo haben Sie denn so viel Geld her? Ich habe noch einen Nebenjob in der Bäckerei am Volkspark. Und ich habe das meiner Chefin erzählt, dass wir zu Hause ein paar finanzielle Probleme haben. Und da war sie ganz nett und hat mir ein ganzes halbes Jahresgehalt gegeben. Und das war wirklich super nett von der Frau Berger. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Aber Entschuldigung, Frau Demir, also Sie können sehr ehrlich gesagt viel erzählen. Ich meine, Ihre Chefin wird Ihnen das ja nicht in bar gegeben haben. Haben Sie denn irgendwelche Nachweise? Haben Sie auch sicher dafür, oder? Ach, das lässt sich leicht abklären. Herr Oberstaatsanwalt Römer, das übernehmen Sie, ne? Schnell natürlich, und diskret, wenn es geht. Noch Fragen an die Zeugin Demir? Danke. Nein. Bleibt unvereidigt. Die Verhandlung wird unterbrochen. Nehmen Sie bitte hinten Platz.
genau, bitte direkt die Geschäftsstelle anrufen, ja? Okay, ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ja, danke, tschüss. Frau Vorsitzende, die Frau Berger haben wir jetzt noch nicht erreicht, aber die kommt erst in einer halben Stunde zu einer anderen Schicht, wird sich dann aber sofort hier mit uns in Verbindung setzen. Okay. Eine ganz andere Frage, Ihre selbstbemalten Schuhe, wollten Sie die nicht doch an den Rapper verkaufen? Nö, die brauche ich noch. Hier, die passen zu allem und zu nichts. Deshalb geht das auch wunderbar. Und meine Einlagen gehen auch rein. Was will ich mehr? Das ist toll. Ja. Schicke Schuhe, ganz schön grell. Die will ich haben. Und zwar schnell. Ach nee, es sind ja Schuhe für Damen. Dann will ich sie doch nicht haben. Sie haben eindeutig den falschen Job, tatsächlich. Also Sie müssen unbedingt den Job wechseln. Mit Sicherheit auch, mein Mandant ist dazu bereit, mit Ihnen zu üben, proben oder sonst was. Zurück tatsächlich zum Fall. Ich glaube, die Frau, diese Frau Demir, die Zeugin, die lügt. Die will nur ihren Vater schützen. Also, Ihr Mandant ist das gewesen. Das Gefühl habe ich. Und dieses Gefühl werde ich Ihnen beweisen. Die Verhandlung wird fortgesetzt. Frau Demir, wir warten noch auf die Auskunft Ihrer Chefin. Sie ist momentan noch nicht da, aber sie ruft dann an und meldet sich. So, das heißt, wir machen jetzt mit der Frau Probst weiter. Kim Probst, bitte. Ihr Vorname ist Kim, Sie sind 36, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Eigentlich habe ich einen veganen Foodtruck, aber der läuft nicht so gut. Deswegen halte ich mich so ein bisschen mit allen möglichen Jobs über Wasser. Frau Probst, Sie werden wissen, um was es hier geht, nämlich um den Raubüberfall vom 15. Juni 23 gegen 11 Uhr morgens. Haben Sie noch irgendwas von dieser Sache mitbekommen? Dann? Nein, ich war nur da, um was abzuholen von dem Ausbeuter. Was hat er denn gemacht? Ich war dort zum Putzen am 14. Juni und abgemacht war eigentlich nur, dass ich seine Wohnung sauber machen sollte. Daraufhin meinte er, ich sollte dann das Treppenhaus und das Büro noch mitmachen, für das gleiche Geld. Hab mich natürlich blöderweise darauf eingelassen. Aber der Mistkerl hat mir natürlich nicht das gezahlt, was ich eigentlich bekommen sollte. Ja, und das habe ich ihm aber dann auch gesagt. Und dieses Gespräch hat tatsächlich mein Mandant auch mitbekommen. Wollen wir uns das gerade mal anhören? Der hat es nämlich auf Handy gefilmt, ja? Können wir gerne tun. Jetzt habe ich schon viel mehr geputzt, als eigentlich ausgemacht war. Und Sie wollen mir weniger Geld geben als abgemacht? Ja, schauen Sie mal, wie schlapp ich die putzt da. Jetzt hört aber auf. Ich habe ganz sicherlich schlampig geputzt. Sie wollen mich doch nur über den Tisch ziehen. Aber mit mir nicht. Ich sage Ihnen eins, mein Geld kriege ich noch. Also für mich klingt der letzte Satz tatsächlich nach einer Drohung. Ganz ehrlich, da sind Sie doch bestimmt so sauer gewesen, weil Sie eben geputzt haben, haben Ihren Lohn dafür nicht bekommen und dann haben Sie ihn überfallen, um dann tatsächlich Ihren Lohn an sich zu nehmen. Der Safe ist Ihnen doch aufgefallen, weil schließlich haben Sie ja da auch sauber gemacht. Hä, was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe doch den Reuter nicht überfallen. Naja, sagen wir so, momentan kann ich Ihre Argumentation, wenn ich die beiden vergleiche, auch noch nicht so ganz folgen. Aber was anderes, Herr Reuter, was mich wundert ist, dass man als so sparsamer Mensch, wo man doch selber putzen kann, eine Putzhilfe engagiert und dann auch nicht richtig bezahlt. Aber das wundert mich nicht. Ist mir im Moment wirklich sehr unangenehm, darüber zu sprechen, Frau Richterin. Dann sag ich's. Meine Mutter, die hat im Haushalt gestreikt, weil der hier in einem Wutanfall mein Tonequipment zerstört hat und es nicht ersetzen wollte. Also dementsprechend sah es dann auch irgendwann aus wie Sau in der Wohnung. Na, kein Wunder bei der Musik. Was willst du jetzt mit meiner Musik? Frau Müller. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Vorsitzende, aber ich habe hier einen Brief. Ich warte schon drauf, Frau Vorsitzende. Ah, okay. Das ist die, genau. Mensch, danke Ihnen. Vielen Dank. Ist das von der Chefin von Frau Demir? Ja, so sieht's aus. Ich darf das einfach mal hier sozusagen im Freibeweis einführen, ein bisschen an der SDPO vorbei. Aber Ihre Chefin hat gesagt, Geld hat sie Ihnen nicht im Voraus gezahlt, schon gar nicht 3.000 Euro. Sie hat gesagt, das würde sie niemals tun. Das kann gar nicht sein. Also ich will da jetzt auch nicht mehr zu sagen, aber das kann nicht sein. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin die Tanja Reuter und das ist mein Sohn, der Leon Zimmermann. Und ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Doch, sind Sie. Wir haben Sie schon seit längerer Zeit vermisst, Frau Reuter. Ja, Entschuldigung. Also ich war eigentlich schon hier und ich bin dann noch mal nach Hause gerannt, weil ich dachte, ich hätte den Herd vergessen abzustellen. Und, ja. Naja, also jedenfalls sind Sie jetzt da und können auch sagen. Noch Fragen an die Zeugin Probst? Nein, vielen Dank. Bleibt unvereidigt. Frau Probst, nehmen Sie bitte hinten Platz und Sie gleich hier vorne, Frau Reuter. Frau Reuter, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und was nicht tut, macht man sich strafbar. 55.
Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selbst oder nahe Angehörige wie einen Sohn einer Straftat bezichtigen müsse, kann man immer sagen, dazu sage ich nichts, nur lügen dürfen Sie nicht als Zeugin. Tanja, Vorname 48, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kassiererin im Supermarkt in Teilzeit. Als Mutter des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht 52. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Es ist alleine Ihre Entscheidung. Wie wollen Sie es halten? Ja, natürlich sage ich aus. 15. Juni, 11.05 Uhr in etwa. Da soll Ihr Sohn Ihren Mann überfallen haben, mit einer Pistole und 3.000 Euro aus dem Safe erbeutet haben. So die Anklage. Er sagt nein. Zunächst müsste ich mal von Ihnen wissen, wie ist denn das Verhältnis zwischen Ihrem Mann und Ihrem Sohn? Das ist leider nicht so gut. Also die zwei, die sind wirklich grundverschieden. Und ich versuche da immer zu vermitteln, aber es funktioniert leider nicht immer. Aber deshalb würde Leon Carsten niemals ausrauben. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also hat das nicht nötig? Nee. Er ist wirklich ein guter Junge und er hat es nicht nötig. Er verdient schließlich sein eigenes Geld. Ja, wir haben das schon gehört. Ihr Sohn ist Schuhhändler, sozusagen der rappende El Bandi. Aber das läuft ja mal so und das läuft auch mal nicht so. Und er hat immer wieder Ihren Mann gefragt und um Geld gebeten, oder nicht? Wollte eine Finanzspritze haben. Also es kommt ja schon mal vor, dass die Geschäfte vielleicht schlecht laufen. Aber im Prinzip verdient er richtig gut Geld und manchmal steckt da mir sogar was zu. Was? Du hast doch alles. Warum? Naja, das kann man sehen, wie man will. Ihr Mann soll extrem sparsam sein, so ein Sparbrötchen. Können Sie das bestätigen? Ja, es wird in letzter Zeit immer schlimmer. Also natürlich kann ich das Mama, bestätigen. Komm, erzähl doch die Sache mit der Unterwäsche. Da checkt man doch direkt, wie der drauf ist. Komm schon. Warum weiß er das? Also mein Mann möchte, dass ich nur Unterwäsche kaufe, wenn sie wirklich kaputt ist. Und ich habe sogar nur einen BH, den ich gerade anhabe, und zwei Unterhosen. Das dürften Sie haben. Ja, Immerhin. Das ist doch ich fasse es nicht. Herr Reuter, also ich meine, ich tendiere dazu, Ihnen ein Plakat zu malen. Allerdings nicht in Versform. Das ist doch krank, wie kurz der Typ sie hält. Komm, du gehst jeden auf den Sack. Ja, und reinschmuggeln können Sie nichts, denn er ist ja auch noch beim Zoll. Aber das macht doch für Sie genau das aus, was Sie machen wollen. Sie fühlen sich moralisch gerechtfertigt, ihm was wegzunehmen. So ein bisschen nimm den Reichen, gib den Armen. Und das noch innerhalb der Familie, oder nicht? Das stimmt doch überhaupt nicht. Wenn ich dem eins reinwürgen wollen würde, würde ich das ganz anders angehen. Ah, jetzt wird's spannend. Frau Reuter, wo waren Sie denn zur Tatzeit? Sie sind doch Frau Probst noch im Treppenhaus begegnet und das war um 10.45 Uhr. Wo waren Sie denn danach? Ja, ich war einkaufen. Okay, und wann waren Sie wieder zurück? Ja, um 11:30 Uhr. Und kann das jemand bezeugen? Nein, das kann keiner bezeugen. Frau Reuter, Sie haben doch schon wirklich lange einen Hals auf Ihren Mann. Ich meine, der hält Sie extrem an der kurzen finanziellen Leine. Und dann war auch noch diese unschöne Sache mit dem Tonequipment Ihres Sohnes. Und dann wollten Sie ihm doch einen Denkzettel verpassen und haben sich das Geld mal so genommen. Weil ich meine, 3.000 Euro haben Sie ja dann auch scheinbar und offensichtlich gebraucht, um sich neue Unterwäsche zu holen vielleicht. Was erzählen Sie da? Meine Mutter hat niemals irgendetwas damit zu tun. Ich finde das auch haltlos. Nicht. Also immerhin hat sie zwei Unterhosen. Frau Kortlack. Und ganz ehrlich, das Ihr Verdächtigen Gorussell dreht sich so schnell, da wird mir ganz langsam schwindelig. Vielleicht nächste Fahrt mal bitte rückwärts gehen lassen. Für mich liegt das auf der Hand, dass Ihr Mandant der Täter ist. Er war es auf keinen Fall. Ja, würde ich als Mutter vielleicht auch sagen. Ja, ich war's. Ist doch nicht dein Ernst, hast du getrunken oder ziehst du Wasser? Ja, ehrlich, Mama, das sagst du doch nur, um mich hier zu schützen. Hier, das sind die 3.000 Euro, die ich aus dem Safe habe. Ich habe den Überfall begangen. Ich wollte mir endlich mal eine neue schicke Handtasche kaufen und vielleicht auch mal eine dritte Unterhose. Also Sie waren das jetzt. Dann erzählen Sie uns auch mal, wie Sie vorgegangen sind, Frau Reuter. Ich bin runtergegangen in das Büro meines Mannes, habe aber vorher noch vor der Tür die Maske aufgesetzt, bin rein
und habe ihn mit meiner Pistole bedroht und gebeten, den Safe zu öffnen, damit ich dann mir die 3.000 Euro rausnehmen kann. Haben Sie mit Ihrer eigenen Stimme gesprochen? Ich habe den Stimmenverzerrer meines Sohnes mitgenommen, damit er meine Stimme nicht erkennt. Aha. Woher hatten Sie die Waffe? Die Waffe war aus einem Spielzeugladen, aber ich habe sie direkt entsorgt. Was hatten Sie denn an bei dem Überfall? Eine Jeans und ein Hoodie. Oh, das ist so, dass hier die Täterbeschreibung darauf lautete, dass der Täter eine weite dunkle Hose trug. Und außerdem hatte er noch eine Jacke über seinem Hoodie. Frau Reuter, dass Sie das gemacht haben, das wissen wir alle, dass das nicht stimmt, oder? Also, und Ihre Statur ist nicht die Statur Ihres Sohnes, so wie beschrieben vom Herrn Reuter bei der Polizei. Ach, der Blindfisch, der hat es wahrscheinlich gar nicht richtig geguckt. Die 3.000 hier, woher sollte ich die sonst haben? Die haben sie wahrscheinlich von der Bank geholt, deshalb sind sie auch zu spät. Wahrscheinlich für irgendeinen Verbraucherkredit mit 20% Zinsen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ja nichts auf der Bank, ich bin nur Kassiererin. Ja, okay. Wunderbar. Herr Zimmermann, sagen Sie mal, ist es jetzt nicht mal Zeit, dem unwürdigen Schauspiel Ihrer Mutter ein Ende zu bereiten und für Ihre Mutter einzutreten und Farbe zu bekennen und zu sagen, was Sache ist? Wollen Sie, dass Ihre Mutter die Schuld auf Sie nimmt? Er war's nicht. Ich war's. Frau Demir und Herr Zimmermann, hier oben sitzt man sehr gut, was das Beobachten auch gleichzeitig angeht. Das heißt, wenn Blicke getauscht werden zwischen Ihnen und der Elif, dann sieht man das sehr gut. Kann es sein, dass Sie zusammen sind, dass Sie ein Paar sind? Könnte das ein Motiv sein, der Familie, der Freundin zu helfen? Mein Sohn war es nicht. Mama, komm, lass gut sein. Nein. Ich will nicht, dass du das für mich machst. Richterin, ja, ich war's. Ich hab Carsten überfallen. Ich hab's doch gewusst, du Krimineller. Nichts nutzt du. Red nicht so über meinen Sohn. Ach du. Miteinander. Sparsam mit solchen Äußerungen. Sparsam, sonst gibt's ein Ordnungsgeld, dessen Höhe Sie wahrscheinlich nicht verkraften werden, Herr Reuter. Herr Zimmermann, warum? Ja, sie hat mit allen recht. Elif und ich sind zusammen. Und naja, ich wollte nicht, dass Carsten die wegen den Mietrückständen rausschmeißt. Deswegen habe ich ihr das Geld zugesteckt. Elif, du hast mir gesagt, du hast das Geld von deiner Chefin. Was höre ich hier? Und seit wann bist du mit diesem Jungen zusammen hier? Es war eine Notlüge, Baba. Du hättest das Geld sowieso nicht genommen, hätte ich dir gesagt, dass das von Leon ist. Und wir sind seit 9 Monaten zusammen. Ich bin glücklich und du musst das akzeptieren. Und ich habe es dir nicht erzählt, weil ich wusste, dass du von ihm sowieso nichts hältst. Frau Demir, wussten Sie, dass das Geld aus dem Überfall stammt? Also erst nicht, aber ich dachte mal, das wäre von einem Werbedeal von Leon. Aber als ich dann ein paar Tage später erfahren habe, wie viel Geld aus dem Safe entwendet worden ist, da konnte ich eins und eins zusammen erzählen und dann wusste ich natürlich, was abgeht. Ah, das kann man dann leicht. Frau Reuter, warum haben Sie ausgerechnet heute die Schuld auf sich genommen? Ja, ich habe die Elif vorhin auf der Toilette getroffen. Und sie hat so ein Lied gehört und da kam mir dann doch die Stimme etwas bekannt vor. Ja, das war die Stimme meines Sohnes und da ist mir so ein Licht aufgegangen und dann wusste ich genau, er war es. Herr Zimmermann, was für eine Waffe war das? Woher hatten Sie die? Möchten Sie sich dazu einlassen? War eine Schreckschusspistole, habe ich von einem Kollegen geliehen. Und ihm auch wieder zurückgegeben. Herr Zimmermann, trotz guter Absicht bleibt das zunächst einmal beim schweren Rauben. Das ist ein ganz massives Verbrechen. Noch Fragen an die Zeugen? Nein. Nein, danke. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Eintragungen habe ich keine. Bundeszentralregisterauszug ist sauber. Nur Anträge? Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Oberstaatsanwalt Römer. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin, in der Tat geht es hier um die Frage einer Mindeststrafe von 5 Jahren, ob die zu verhängen ist, warum. Es ist ein schwerer Raub nach § 250 Absatz 2. Sie haben eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug. Dazu gehört die Schreckschusswaffe in jedem Fall nicht nur bei der Tat bei sich geführt. Sie haben sie eingesetzt zur Bedrohung. Man muss nicht schießen. Und das bedeutet grundsätzlich Mindeststrafe von 5 Jahren. Sie sind 22, Jugendstrafrecht, alles vom Tisch. 5 Jahre. Möchte ich Sie da mal sehen. Sie haben Glück, dass das Gesetz einen minderschweren Fall vorsieht. Den kann man hier meines Erachtens vertreten. Da wird sicherlich die Verteidigung noch weitere Ausführungen zu machen. In einer Gesamtschau. Auch weil da möglicherweise tatsächlich Ihr Tonequipment von Ihnen zerstört worden ist. Und weil Sie da zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch hatten. Es bleibt aber trotzdem ein Verbrechen. Und deshalb meine ich, Frau Vorsitzende, dass wir auch nicht mehr zu einer Bewährung kommen. Ich meine, dass hier eine
Tat eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren Tatunschuld angemessen ist. Und da gibt es keine Bewährung mehr. Vielen Dank, Herr Oberstaatsanwalt Rüber. Frau Rechtsanwältin Kochtag. Ja, hohes Gericht, Frau Vorsitzende, Herr Oberstaatsanwalt. Also ich komme auch hier tatsächlich zu einem minderschweren Fall. Mein Mandant hat die Tat begangen, daran ist nichts zu rütteln. Aber wir müssen eins sehen, es ist auch keine Unschuldigung, dass er dann irgendwann den Überfall tatsächlich begangen hat. Aber ich bitte doch hier zu beachten, dass er das Geld noch nicht einmal für sich selbst behalten hat. Wir haben in dem Video gesehen, wie Herr Reuter die Familie seiner Freundin hier so massivst unter Druck gesetzt hat. Er hat sogar mit einer Kündigung gedroht. Und dann kann ich das nachvollziehen, dass man dann einfach aus einem dummen Gedanken heraus tatsächlich hingeht und den Überfall begeht. Er hat das Geld nicht behalten. Und Herr Reuter, Sie haben das Geld auch wiederbekommen. Ich finde den Antrag von Ihnen mit 3 Jahren sehr überzogen. Ich finde, wir können deutlich drunter bleiben. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin Kortag. Sie haben das letzte Wort. Glauben Sie nicht an die Liebe? Das möchte ich gerne an Elif richten. Du bist mein Licht, das Gesicht, welches ich bei jeder schweren Sicht sehe, so dass der Wille nie bricht und es tut weh. Wenn du nicht mehr hier bist, ey, die raue See wird doch nur schwerer ohne dich, denn deine Liebe führte zu jedem meiner Siege. All die Demons konnten uns nie kriegen. Guck, Babe, wir haben es geschafft. No time to waste, besser macht für uns Platz. Habe ich auch nicht alle Tage, dass das letzte Wort gerappt wird. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Er trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Zimmermann, so einfach war das jetzt, hier tatsächlich nicht zu einer Strafe zu kommen, mit der man irgendwas anfangen kann. Richtig, dass es keine 5 Jahre Mindeststrafe sein können. Vor allen Dingen auch, es war eine Schreckstoßwaffe und es waren die ganzen Hintergründe dieser Geschichte, wenn man das alles zusammennimmt. Und letztendlich auch, dass diese 3.000 Euro nicht irgendwo im Kreislauf verschwunden sind, sondern zumindest bei dem Opfer wieder zurückgelandet sind. Frage war hier wirklich Bewährung, ja oder nein? Da gingen die Meinungen auch hier auseinander. Aber Sie sind aktuell über Wochen jetzt in Untersuchungshaft gewesen. Das heißt, es müsste Sie genügend beeindruckt haben. Und Sie sind gerade dabei, als Rapper, ich will nicht sagen, durchzustarten. Ich habe davon keine Ahnung. Aber es sah gar nicht schlecht aus, was Sie da abgeliefert haben. Danke. Also deshalb, ihn wieder reinzubringen, für 1 Jahr Halbstrafe wieder rauszulassen, es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und so sind wir zur Freiheitsstrafe von 2 Jahren gekommen, weil es die höchste, die man noch zur Bewährung aussetzen kann. Aber nutzen Sie die Chance. Vielleicht klappt es auch irgendwann mal mit einem Auszug, weil Freunde mit diesem Geizkragen kann ich mir nicht vorstellen. Herr Reuter, wenn Sie weitermachen, eine Frau mit 2 Unterhosen, ich glaube, es hackt. Wie Sie es geschafft haben, diese Frau zu kriegen, weiß ich nicht. Und wie Sie es geschafft haben, sie zu halten, weiß ich auch nicht. Wenn Sie sie aber in Zukunft halten wollen, dann gucken Sie, dass Sie mal die Kurve in einer anderen Richtung kriegen. Sie müssen jetzt nicht so spendabel sein, dass Ihnen das Herz blutet. Aber normal wäre nicht grundverkehrt. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen, binnen 1 Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Das Verfahren gegen Tanja Reuter wegen uneidlicher Falschaussage wurde wegen Aussagenotstand eingestellt. Elif Demir wurde wegen uneidlicher Falschaussage nach Jugendstrafrecht verwarnt.